Wow. Da ist jemand übereifrig. Ey. Perfekt. Nee, wie gesagt, ich kämpfe mit der Bogenschützin irgendwie lieber als mit dem Schwertkämpfer. Weiß nicht warum. Dass die immer ihre Leichen überall liegen lassen müssen. Ich glaube, die wollen gar nicht aufräumen. Ach, Levelaufstieg habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach ja, stimmt. Braucht ja eh noch eins. Dass es da höher geht. Hi. Kommst du hier hoch? Na, kommst du hier hoch? Los. Warte. Dann nicht. Okay. Kann es sein, dass ich es mir gerade ein bisschen verbaut habe, da hochzukommen? Ach nö. Ja. Der Trick klappt nur einmal. Ich wette, kann ich mit dem das da oben einschlagen? Weiß es nicht. Hier ist mal. Ja, nein, der schlägt da durch. Perfekt, aber so geht's. Eins. Boah, schwingt das Ding heftig. Schnell weg. So. Der ist gar nicht abgefallen. Okay. Das ist die große Preisfrage. Ist da hinten noch irgendetwas zu holen? Aber nicht, ne? Nö. Beziehungsweise da oben war ich noch nicht, oder? Doch, okay. Da gibt es auch nichts mehr. Dann fertig. Ich hier weitergehen. Weil der hier fertig ist. Warum sind hier auch Rohre, die Feuer leiten? Ganz ehrlich, was machen die hier? Warum leitet man überhaupt Feuer? So, und das Ding wird bestimmt nicht runterkrachen. Tschüss. Das ist ja bei allen Spielen so. Jeder Gegner ist so bescheuert und stellt sich neben das Explosionsfach. Neben das Explosionsfass oder neben das komische Nest. Es geht gar nicht anders. Genauso wie Heinz hier drüben. Dead. Und hier unten gibt es wieder Rohre. Kann ich denn das Feuer hier drüber leiten? Weiß zwar nicht, warum ich das machen sollte. Kann das Feuer aber in den See leiten. Perfekt. Das Wasser da jetzt. Okay, Feuer in See gleich Seifenblase. Das macht Sinn. Schneller. Los. Im Hintergrund diese riesen Zahnräder, warum auch immer die da sind. Schneller, du wirst gleich von der anderen Blase eingeholt. Ja, da, okay, da komme ich so dran. Die Blase, die ich benutze, darf nicht so weit abgetrieben werden. Ein Glück, dass sie auch nicht platzen, wenn man da drauf rumspringt. Wenn ich jetzt stehen bleibe, werde ich dann aus dem Level getragen. Tschüss.
Ah, okay, die platzt, wenn sie zu weit nach oben kommt. Schade. Will ich jetzt hier den wieder mitnehmen? Ist bestimmt hierfür da. Nach oben. Und außerdem möchte ich doch ganz gerne. Dinger da oben holen. Da komme ich gar nicht rein. Okay. Na weg, du Blase. Na, versuche ich das hier nochmal. Hier drauf zaubern. Das kann ich einfach. Blase immer, wenn es brauche, noch einen Schubs zur Seite geben. Perfekt. Ganz easy. Gut, Kampf. Alle schön in einer Linie. Sonst können sie sich nicht richtig wehren. Eine Gefahr sind die Dinger ja nur, wenn sie von mehreren Seiten angreifen. Ey. Okay. Da unten, das ist, tut bestimmt weh, wenn ich da reinspringe. Hier oben. Ich möchte trotzdem noch unten hinter diesem Luftrohr an die okay, an die ganze Erfahrung kommen. Hab die nicht vergessen. Zum Erfahrung gibt, mache ich keine halben Sachen. So, perfekt. Hier gibt es noch eine große Erfahrung und irgendein Gedicht, das ich wahrscheinlich schon habe. Sammlergemälde. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Das komische Torbogen sagt mir nichts. Lass mal alles kaputt machen. Ach, da ist ein Hebel. Was macht der Hebel? Das komische Nest nach oben ziehen. Mache ich das hier ab. Und ich, wenn ich das hier durchnehme, ich damit nicht das um. Ach, okay, das Seil ist. Stirb. Perfekt. Ein bisschen gebratene Mücken. Und ein sehr schweres Tor. Schließt dich doch unter Garantie selbst. Ich habe den ganzen Tag in diesem Dreck verbracht. Ach, und ich habe ihn an meinem Saum. Voll der Mega-Dreck hier, alles so schön. Dann die Blume da. Hallo? Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Findet meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Dead. Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden.
Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Okay. Diese Blume hätte uns mehr erzählen sollen. Ist doch einfach. Wir suchen ihre Schwester. Ja, führen wir eine Befragung bei allen Blumen im Wald durch. Die Blume ist gestorben. Aber ich möchte dann doch mal gerne ganz kurz die Stimmen etwas lauter machen. Wartet hier. Irgendwie sind die ein bisschen leise. Ich hoffe, die brüllen jetzt gleich nicht in der Aufnahme so laut. Etwas riecht hier falsch. Entschuldigung. Diese Gaswolke, sie stinkt nach Tod. Bleibt besser weg von ihr. Ja, konnte ich nichts für. Okay. Also die Gaswolke tut wahrscheinlich weh. Ich möchte es gar nicht erst ausprobieren. Was ich aber ausprobieren möchte, ist das da. Und ich habe jetzt tatsächlich die beiden Erfahrungsfläschchen nicht bekommen. Ich dachte, bei der Blume ginge es noch nicht weiter. Okay. Level up. Ja. 4 Objekte. Meins. Super. Obwohl, ich hätte wahrscheinlich erst die Planke holen sollen. Egal. Dafür kann ich jetzt das Ding blockieren. So. Dann blockiere ich da hinten das Teil. Kann hier in aller Ruhe drüber laufen. Perfekt. Das war knapp, aber hat gereicht. Da brauche ich noch eine Kiste für. Gut, dass das hält. So. Erfahrung. Ja. Okay, hier oben gab es offenbar nur Erfahrung. Was war das? Ist der in der Kiste gespawnt und direkt gestorben? Okay. Okay, ja, ich beschwere mich nicht. So ist das nicht, aber... Ist da oben noch irgendwas? Sieht so danach aus. Steht ja quasi Geheimnis drüber. Aber nicht drin. Schade. Ja, der Rauch tut weh. Dass ich das ausprobiert habe. Und, Ranken. Wo kommen die eigentlich her? Ist das einfach Unkraut? Ist das eine einzige Pflanze? Weg. Ich ermittle hier. Kiste. Cool. Und noch ein Sammlergericht. Das dunkle Moor. Der Schwester Talent mit Magie zu erfreuen. So feiern wir morgen. Da werden wir 9. Okay. Ich habe scheinbar schon 7 Gedichte verpasst. In dem einen war irgendwas mit 8, da ist jetzt was mit 9. 2 Schwestern. Ach, hier mal kurz. Diese Dinger klappen jetzt runter, wenn man da Gegenstände drauf guckt. Im ersten Teil sind die stehen geblieben. Durch man die Mechanik von denen ganz gut aushebeln konnte, indem man einfach eine... auf dieses komische Podest eine... Planke draufgelegt hat. Und ich möchte doch nochmal durch den Baumstamm rutschen. Das ist cool, das macht Spaß. So. Da gibt es Zeug zu holen. Ein
Bogenschützen, sehe ich da unten. Er trifft mich von hier eh nicht. So, meins. Jawohl. Ersten Versuch alle. So. 29 von 50. Ist ja gleich schon wieder soweit. Geht echt schnell. Ach, die Mauer, da müsste ich mit seinem Sturmhammer kaputt kriegen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht. Irgendwas mit dem Sturmhammer kaputt, oder? Ich möchte trotzdem die Erfahrung da oben haben. Führt keinen Weg dran vorbei, wenn ich die einen schon verpasst habe. So. Und da mache ich natürlich noch die Mauer kaputt. Einfach um es gemacht zu haben. Und flieg erstmal die Kante hoch. Das nochmal? Nee, schade. Okay, er kann auch nicht in der Luft zuschlagen. Natürlich ein bisschen doof. Komme ich da nicht mehr hoch oder was? Ich glaube, ich habe die Dinger zu weit weggeschoben. Also irgendwie. Da mache ich halt noch eine Kiste hin. So, gebe ich mir nicht mehr, Mühe mit. So, jetzt aber. Geht doch kaputt. Mach die kaputt. Geht das von der Seite. Okay. Ja, gut. Ich vielleicht vorher angucken. Hier ist eine Falle. Es war so klar. Okay. Ich hätte gerne eine kleine Kiste. Kann er runterfallen. Da habe ich gerade einen Kobold gehört. Ich war kein Seher. Hilfe. Mein Gott. Komm mal weg. Böser Kobold. Böser Kobold. Böser Kobold. Böser Kobold. Böser Kobold. Weg. So, 3, 4. Und noch einer weniger. Der Typ da unten lebt ja auch noch. Jetzt nicht mehr. Da ist natürlich ein Erfahrungsfläschchen über den Stacheln. Wo auch sonst. Da blubbert es. Ich wette, ich finde da vorne rechts wieder irgendwelche Rohre, mit denen ich da Seifenblasen erstellen kann. Und die große Erfahrungstasche da oben habe ich eindeutig gesehen. Frag mich nur, ob. Vier Kisten dafür ausreichen. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, die fallen und ich springe im Fallen ab. Perfekt. Und ein Levelaufstieg gibt es gratis dazu. Aber ich habe nur einen Punkt. Ich warte noch auf den zweiten Punkt, damit ich die Planken mir holen kann, als um den Zauber halt voll ausgerüstet zu haben. So. Doch jetzt. Ah, perfekt. Okay. Ich vermute, dass ich mit diesen Seifenblasen jetzt dieses Tor einklemmen kann, wenn ich es richtig time. So, warte ich noch kurz, damit ich mir diese Erfahrung holen kann.